Marco hier auf der IFA für giga.de unterwegs und wir sind bei Lenovo und ich bin bei dem Gerät, das mich mitunter am meisten bis jetzt beeindruckt hat auf der Messe, bei dem neuen Yoga 910, den Nachfolger des Yoga 900. Extrem scharfes Display, super Verarbeitung, aber ein stolzer Preis. Wir schauen es uns näher an. So, auffällig beim Yoga 910 ist auf jeden Fall mal das Screen und tatsächlich stehen wir gerade bei einem Gerät mit einer Full-HD-Auflösung und Lenovo bietet das Yoga 910 jetzt auch mit 4K an. Das steht da drüben und man muss dazu sagen, ist ein bisschen unnötig. Die Qualität des Screens ist echt absurd gut, muss man fast schon sagen. Und selbst die Full-HD-Auflösung hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ich musste sogar vorher einen Mitarbeiter fragen, ob das wirklich Full-HD ist, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich schon 4K. Aber man muss wirklich sagen, auch der Full-HD-Screen des Yoga 910 schaut fantastisch aus. Beim 4K-Modell muss man halt beim Windows dann die Skalierung extrem hochschrauben, weil sonst sind die Icons und das Menü einfach viel zu klein. Dann hat es natürlich wieder für Yoga typisch die Scharniere und die lassen sich wie auch bisher 360 Grad neigen. Das heißt, man kann das Yoga sowohl eben hier als Tablet verwenden, als auch irgendwie in den Zeltmodus aufstellen, so, als auch dann natürlich als normalen Laptop benutzen. Scharniere schauen wieder sehr hochwertig aus, lassen sich auch super bewegen und man hat bei Lenovo auch mehr Wert gelegt darauf, dass gerade beim Schreiben das Display nicht mehr so herumwackelt. Also sie sind um einiges auch stabiler geworden. Was sich vielleicht noch auffällt gegenüber dem Vorgänger, dem Yoga 900, ist, dass die Displayränder, zumindest an den Seiten und oben, wahnsinnig klein geworden sind. Erinnern schon fast so ans Dell XPS. Dadurch hat man hier sehr viel Platz geschaffen. Die ganzen Antennen und die ganze Wi-Fi-Mechanik ist dann in den Unterteil gewandert und da sitzt, wie beim Vorgänger, auch die Kamera. Tastatur ist hintergrundbeleuchtet, optional und lässt sich super drücken, hat einen, ja, erscheint sehr qualitativ hochwertig, super Druckpunkt und man hat hier noch einen Fingerabdruckscanner an der Unterseite verbaut. Kurz zu den Specs, wie gesagt, es gibt eine Full-HD-Version, es gibt eine 4K-Version und dann gibt es diverse andere Konfigurationen. Alle haben einen neuen Kaby Lake-Prozessor dabei, gibt es entweder in der i5 oder i7-Version, bis zu 16 GB RAM und bis zu 1 TB internen Speicher und das Ganze beginnt bei einem Preis von 1300 Euro, schon extrem viel, aber wie gesagt ein High-Quality-Device und geht rauf bis 1700 Euro, dann bekommt ihr wirklich hier 4K, 16 GB RAM und den i7-Prozessor. Ansonsten kann man noch dazu sagen, das Gerät kommt in drei verschiedenen Farben. Wir haben hier das Silber, dann gibt es so ein Gunmetal Black und ein Gold, also ein Champagne Gold, wie das hier genannt wird. Also man hat ja auch die komplette Farbpalette sozusagen zur Wahl. Ja, das war ein kurzer Blick aufs neue Lenovo Yoga 910, ein Gerät, das definitiv zu gefallen weiß.